Wenn ihr von dem Bestseller Nachtzug nach Lissabon begeistert wart, dürft ihr euch Pascal Merciers neuen Roman Das Gewicht der Worte auf keinen Fall entgehen lassen. Die Hauptfigur ist ein Engländer, der alle Sprachen beherrscht, die rund ums Mittelmeer gesprochen werden. Er arbeitet als Übersetzer und leitet in Triest einen Verlag. Eines Tages erhält er die Diagnose, dass er an einem tödlichen Hirntumor leidet. Pascal Mercier erzählt in seinem Buch die Geschichte eines Mannes, der sein Leben radikal ändern will und sich in der Zeit, die ihm noch bleibt, dem Schreiben widmet. Ein Roman mit Tiefgang, in den ihr im neuen Buchjournal reinlesen könnt. Wir präsentieren eine Leseprobe.